So, warte, hab da oben gerade ein Haus gesehen und dachte mir, da werden wir nie wieder hinfinden, wenn wir nicht jetzt gehen. Ach, das ist der Vater, ne? Ja, das ist der Vater. Da gehe ich jetzt nicht hin. Da will ich nicht mit Nasty hin. Das ist komisch. Da gehe ich lieber mit Kaya hin. Weil Mutter vom Sohn. Ne? Also so. Aber mit Nasty... weiß ich nicht. Oh, hey. Der war zu weit weg. So, okay, dann haben wir deine Quest gemacht. Nasty Nest. Und hier drüben müssen wir auch noch hin. Ja, ja, ja. Scroll, scroll, scroll. Bastion. Bastian. So. Ciao. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Verstanden. So. Tschüss. Bis zum nächsten Auftragsmord. Im Grunde genommen nicht falsch, oder? So, wer erzählt mir denn, was mit Bully ist eigentlich? Aber am Vater kann ich ja auch ihn mitnehmen, ne? Komm ich mal mit? Mitkommen. Okay. Weil der hat ja auch so Vatergeschichten am Laufen. Dann gehen wir da halt mit dem Kumpel hin. Sohnemann ist noch hier, Sohnemann ist noch hier. So, der sagt aber auch mal das gleiche. Sagt er was Neues im neuen Kapitel oder auch mal die gleichen alten Schnulzen? Dex? Ja, Vater? Ich hoffe, ich kann irgendwann wieder gut machen, was ich bei dir versäumt habe. Du bist mein Vater. Cool. Ja, das war sehr anrührig. Leider schon 7-mal gehört. Aber trotzdem sehr, ging mir sehr nah gerade. Ich bin sicher, er war für einen kurzen Moment auch, am Weinen. So, Fernwaffenwerkbank. Soll ich noch irgendwas machen? Raketenwerfer. Hopp. Oh, die Skyblaster haben wir ein paar. So, und auch eine doppelläufige. Und Lasergewehr. Und 3 Skyblaster. Ja, okay. Das war's. Cool. Alles okay soweit? Aber sicher doch. Schlechten Leuten geht's immer gut. Ich hasse diesen Spruch. Tatsächlich. Dabei ist er doch so schön nichtssagend und... Eben. So. Schlechten Leuten geht's immer gut. Tüdelüdeli. Tüdela. So. Wunderbar. 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 Kleiner blauer Stein, blauer Stein. Ehrlich gesagt, man sieht die Unterschiede kaum. So, ich meine, ich weiß, da sind Unterschiede, aber hier auch schwierig. Plus 3. Oh, ich will noch mehr davon haben. Kleiner blauer Stein. Okay. Na gut, da können wir eh keinen einsetzen. Und hier bräuchten wir dann auch 4 von den großen. Das sind die kleinen. 4 von den großen, um daraus noch einen größeren zu machen. Okay, wir müssen noch ein bisschen sammeln. Ist dann wahrscheinlich plus 6, aber ich hätte lieber plus 9. Plus 9 wäre voll geil. Okay, gut. Bei ihm können wir auch nichts mehr lernen. Oder? Ich gucke nochmal eben. Ich will ja ganz vergessen. Hier von einem Geschick. Nee. Das war's. Ciao. Okay. Den Vater wollten wir mal. Hat man noch was anderes offen, außer den Vater? Kaya ist mir wieder sehr nahe gekommen. Möglicherweise eine Gelegenheit, einen neuen Versuch mit ihr zu starten. Alles, was ich tun muss, ist, den richtigen Moment abzuwarten. Oha.
Nyra ist verschwunden. Ich schätze, sie hat die Schnauze voll von mir und meinen Methoden. Wenn ich sie wieder einfangen will, muss ich mich beeilen, bevor sie wieder mit ihrem... Okay, weißt du was? Ich markiere mir das mal ganz kurz. Wir düsen mal kurz zu Nyra. Bevor wir unsere Daddy-Quest machen. Die ist schon fast da. Schnell zurück. Wie die immer alleine hier durch die ganzen Landschaften schwadronieren können, ohne Probleme, ne? Während wir alle 2 Meter kloppen müssen. Da oben? Okay. Ist aber schön hier. Will sie denn wieder zurück ins Lager oder will sie einfach meditieren und vielleicht Abschied nehmen? Hey, was machst du denn hier? Ich hatte schon befürchtet, dass du mich finden würdest. Naja. Warum kannst du mich nicht einfach ziehen lassen? Ich habe zu viel in dich investiert, um dich jetzt einfach wieder aufzugeben. Eine sehr nüchterne und sachliche Erklärung. Doch kaufe ich sie dir nicht ganz ab. Oha. Mehr wirst du nicht bekommen. Du wirst mir jetzt erst einmal erklären, was der Unsinn hier soll. Es sind die freien Menschen. Bei meinen zahlreichen Bemühungen, mein Volk zu schützen, habe ich viel über die anderen Gemeinschaften gelernt. Ich musste erkennen, dass ihre Intentionen und Beweggründe sich im Grunde nicht sehr von denen meines Volkes unterscheiden. Ist das etwas Gutes oder nicht? Nein, ganz und gar nicht. Es würde bedeuten, dass ich Zeit meines Lebens dem Irrglauben erlegen war, dass... Oh Mann, hör mal auf zu heulen, das bringt dich auch nicht weiter. Ja, hier, guck mal. Tut mir sehr leid, dass dich das so belastet. Ich werde niemals einer von ihnen sein. Vielleicht nicht, aber du kannst es versuchen. Wenn du jetzt aufgibst, dann werden die Skyans letztlich doch gewinnen. Schmerz, Leid, Zweifel und auch Gefühle wie der Hass und Gewaltbereitschaft. Das alles sind sehr menschliche Eigenschaften. Sieh es nicht als Schwäche an. Es ist eine Erweiterung deiner Wahrnehmung und deiner Fähigkeiten, dich in andere hineinzuversetzen. Komm mit mir, ich werde dir helfen, deinen Weg weiterzugehen. Aber es ist so schwer. Du bist in einem ständigen Wechselbad der Gefühle gefangen zwischen deiner Logik und deinen Emotionen. Kenn ich. Lass mich dir helfen, gemeinsam kommen wir da durch. Und wenn ich versage? Dann versagst du, aber du bleibst nicht einfach stehen. Deine Willensstärke ist unermesslich. Das ist keine Willensstärke, Nyra. Das ist Menschlichkeit. Mein Leben an deiner Seite ist für mich eine gänzlich neue Erfahrung. Okay, ist das etwas Gutes? Das ist für mich sehr schwer zu sagen. Es ist das erste Mal, dass ich über diesen großen Zeitraum dem Elex entrücke. Ich finde, das ist schon eine beachtliche Leistung. Ich danke dir. Aber ich weiß auch, was für eine Nervensäge ich sein kann, wenn ich... Nun, wie auch immer. Ich beginne immer öfter über ein Leben nach dem Krieg gegen die Fremden nachzudenken. Du denn nicht auch? Ich meine, du musst doch Pläne haben, was du tun wirst, wenn alles hier vorbei ist und wir es überlebt haben. Ja. Ah, ja. Genau weiß ich das noch nicht. Ich würde mich aber freuen, wenn du ein Teil davon sein könntest. Dieser Gedanke ist mir auch schon gekommen. Allerdings... Nun, ich werde mal darüber nachdenken. Na dann komm. So, und jetzt komm. Wir haben noch eine Menge zu erledigen. Gut. Ich werde dir folgen. Und doch habe ich noch ein Anliegen. Und das wäre? Die Skyans. Ich will auch ihre Pläne studieren. Pläne der Menschen konnte ich ja noch verstehen. Aber die der Skyans? Tu mir einfach den Gefallen. Ich muss etwas extrem Wichtiges verifizieren. Ich konnte eine kleine Gruppe von ihnen ausmachen, die nicht weit von hier operiert. Wirst du mich begleiten, wenn ich versuche, ihre Pläne zu erbeuten? Aber... Erstens, wir wissen nicht mal, ob die Papier benutzen und darauf ihre Pläne aufzeichnen, wie gewisse andere Fraktionen hier. Die Sprache, die haben eine ganz andere Sprache, vielleicht gar nicht, eventuell gar nicht der menschlichen oder der magellanischen ähnlich,
sondern vielleicht einfach eine komplett andere Art der Kommunikation, ob schriftlich oder ne, auch man, wenn man die hört, ist ja auch mal eher so so ein Gegrummel. Und die sind ja, soweit ich weiß, sind die nicht miteinander verbunden auch alle? Also warum sollten die das verschriftlichen und irgendwo aufschreiben und dann irgendwo hinbringen? Das würde gar keinen Sinn ergeben, aber ich meine... In Ordnung. Ich werde dir helfen, strategische Pläne des Skyens zu erbeuten. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Jetzt? Oh! Die größte... Sie werden uns sofort angreifen, sobald sie uns sehen. Na klar. Das bin ich gewohnt. Die Methode, wie wir an die Pläne kommen, überlasse ich dir. Also in dem Fall muss ich nicht mal schleichen hier, ne, bei denen. Okay. Was auch immer. Aber pass auf, dass sie uns nicht überrumpeln. Ja, mal gucken, wer da wen überrumpelt. Ich habe schon so meine Erfahrung mit den Kerlen. Ich weiß. Wir sollten trotzdem wachsam bleiben. Natürlich. Dass die Menschheit überhaupt noch existiert, grenzt an ein Wunder, wenn ich mir ihre Wurzeln hier so betrachte. Hast du recht. So, jetzt kannst du mal aufhören, so laut zu reden. Wir wollen uns auch anschleichen, dachte ich. So, sind das nur drei? Das sind nur drei? Also nach dem, was uns... Oh, da liegt noch was. Ach so. Strategische Pläne. Da sind sie. Und nun? Besser ich erledige die Skyans, denen diese Pläne gehören. Okay. Also theoretisch hätten wir die auch sneaky stehlen können. Aber drauf geschissen. Er hat ja gesagt, besser ich erledige die. Warum haben die überhaupt... Ich verstehe es nicht. Warte mal. Oh nein. Falsche Waffe. So, Nyra, wie sieht's denn aus? Ach so, ich dachte, du bist schon fertig. Da kann ich mal ein bisschen helfen. Du bist immer noch sehr effektiv. Ja. Das nehme ich mal als Kompliment. So, bitteschön, hier übrigens. Hier sind die Pläne des Skyens. Zeig sie mir. Es ist, wie ich es mir gedacht habe. Sie sind exakt nach demselben Strickmuster strukturiert wie die Pläne der Menschen. Mhm. Die Wahrheit ist nun einmal die Wahrheit. Und die wäre? Die Erkenntnis ist, ich verstehe es jetzt. Der Selbsterhaltungstrieb, die Ideologien, das Zusammenrotten, die Liebe, auch der Hass. Ich bin von einem ruhigen und logisch denkenden Individuum zu einem zeitweise explosiven und hochsensiblen Menschen geworden. Und es beginnt mir zu gefallen. Ja, ich weiß, ich schwenke oft von einem Extrem ins andere. Doch ich glaube, ich möchte es nicht mehr missen. Auch wenn es heißt, dass ich unter der Last der Emotionen oftmals leiden muss. Ja, aber sind wir ganz ehrlich? Ich finde, du schlägst dich ziemlich wacker. Danke, dass du mich nie aufgegeben hast. Ich bin dir etwas schuldig. Tatsächlich? Wie wäre es dann mit... Nie wieder Wachdienst. Verstanden? Hey, nein. Nie wieder Wachdienst. Versprochen. Gut, dann lass uns weitermachen. Ich glaube, wir haben noch einiges unerledigt gelassen. Hm. Gut, haben wir wohl. Hast du recht, wie zum Beispiel... Der ist gar nicht gelootet. Na, sowas. Der Rest von der Bastion, oder von diesem Ding hier. Ich glaube, da waren wir auch schon drin, ne? Kommt mir auch so bekannt vor. Ja, sieht sehr leer aus.
glaube nicht, dass das der Originalzustand ist. Ich glaube, hier ist jemand mit dem Staubsauger durchgegangen. So, das hier draußen waren eh nur die Pläne. Also das haben wir schon mal irgendwann abgesogen. Was ist denn das da? Ach, das ist hier. Okay. Hier waren wir auch schon. Damals hat man noch keine Brille, aber ich glaube, ich bin schon wieder mal wiedergekommen irgendwann mit Brille, ne? Deswegen muss ich hier auch nicht. Und hier waren wir auch schon tausendmal. Okay. Gut. Achso. Unsere Techniker könnten mit ein paar Handgriffen diesem Komplex wieder einen Sinn geben. Was glaubst du, hatte er für einen? Der Schrei ist sehr cool, immer noch. Oh, 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 hallo. Natürlich, hier Eisgigant. Hä, wo kommen die denn her? Oh. Gute Nacht, mein Großer. Vielen Dank. So, eines Urtiers. Also Urtiere gibt es ja 2, 3 im Spiel. Wenn ich was finde, dann immer Urtiere. Aber ich will Bergtrolle. So, hier waren wir auch schon. Hier haben wir auch schon alles abgesucht. Ich erinnere mich sogar noch dran. Schutz vor Strahlung und extremer Wetterlage. So. Na gut, das Elix noch mit. Ich suche natürlich immer wieder mal Bergtrolle, ne? Oh, 2 Elix, geil. Es gibt direkt wieder 4 Elex und da unten offenbar noch irgendwas kaputtgeschlagen ist. Zermalmer? Wer bist du denn? Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Zermalmer? 214. Okay, macht weniger Schaden, aber wäre schon geil. Ein großer Morkon hat damit so manchen Gegner zermalmt. Wir haben momentan den Trollschnitter auf der einen Seite. Wir haben auch alles... Den haben wir momentan, ne? Der ist nicht gesockelt. Erlöse auf der 1, den hier auf der 2. 214. Ja, der ist es leider nicht, der Zermalmer, aber der ist schon ganz geil. Man wird schon mit tollen Waffen beschenkt hier, ne? Guck mal da hinten. So. Was macht denn der hier? Ach! Fröschlein gibt's auch wieder. Das macht der hier also. So, noch jemand. Okay, das Ding da oben. Habe ich das mal liegen lassen, aus Versehen. Okay, gut. Nyra ist auch wieder da. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass Nyra vielleicht jetzt auch noch ein drittes Love Interest wird. Ich glaube, mit Nasty geht's. Mit Kaya geht's. Und ich kann mir vorstellen, dass Nyra jetzt, eventuell könnte ich mir das vorstellen. Ich habe noch einmal über mein Leben und die Zukunft nachgedacht. Oh, Mist. Ach ja? Oh nein. Und was ist das Ergebnis deiner Gedanken? Das ist es ja. Ich bin einfach unschlüssig. Ich fürchte, ich bin auf einen richtungsweisenden Rat angewiesen. Was meinst du?
Was sollte ich deiner Meinung nach tun, wenn das alles hier vorbei ist? Alles, was du willst, nur tu es möglichst weit entfernt von mir, kann ich ja nicht sagen. Ich glaube, ich brauche noch eine gewisse Zeit, um darauf antworten zu können. Nur wir beide. Ich habe... Und ich sag gerade noch Love Interest, aber ich bin ganz ehrlich, es ist so... Ich habe... Hä? Hä? Nee, nee, ich kann das nicht machen. Es wäre lustig, aber ich brauche noch eine gewisse Zeit, um antworten zu können. Ich glaube, ich brauche noch eine gewisse Zeit, um darauf antworten zu können. Ja, natürlich. Es eilt ja nicht. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ja, mach ich, wenn das überhaupt geht. Hä? So aus dem Nichts? Nur wir beide. Hey, du und ich. Komm, Kaya, wir gehen. Und was hat sich denn... Mit niemandem hier hat sich irgendwas entwickeln können. Mit niemandem hier waren mal irgendwie ein paar schöne Momente oder sonst irgendwas. So, übrigens, bleib mal hier bitte, ja? Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. In Ordnung. So, ich glaube, ich gehe mal zur Bulli und guck mal, was da los ist. Bevor mich hier wieder jemand anpeitscht. Anpeilt. Speichern. Dann gucken wir mal kurz, was mit Bulli los ist. Der ist... Achso, der war ja da unten irgendwo, ne? Genau. Der dumme Idiot. So. Naja, er ist nicht kein dummer Idiot, er ist aber sehr loyal. Aber leider über vernünftige Maßen hinaus. Bewundernswert. Aber leider an der falschen Stelle. Ah. Ach so, aber die greifen Bulli natürlich nicht an, ne? Nur uns. Ja, der steht da einfach nur. Komm nicht näher. Ich muss einmal die Verseuchten hier wegräumen. Junge, was ist denn hier los? Ganze Ausstellung. Da ist noch einer. Mann, 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 Mann. Einer irgendwo. So, komm ran. Dankeschön. Okay, ich weiß nicht genau, was los ist. Bei Großstädten habe ich hier immer mehr Freezes bei Elex 2. Hab nichts im Hintergrund laufen oder so. Sehr weird. Vielleicht, weil ich momentan aber schon etwas länger spiele als sonst. So, einmal speichern. Hey, ich habe ihn endlich gefunden. Der schwarze Schakal ist in Ignadon. Mhm. Wen? Den letzten Wüstenteufel. Ted ist in Ignadon. Und ich weiß auch, wo genau. Warum nennt ihr ihn den schwarzen Schakal? Einfach nur, weil er das mieseste und größte Arschloch unserer Bande war. Ja. Also, wenn du bereit bist, dann könnten wir ihn sofort treffen. Warum hat er hier gewartet? Warum ist er immer hier hingegangen? Das ist auch ein Bug, oder? Weil es gibt keinen Grund dafür, dass er nicht in der Bastion wartet, dass er immer wieder hierher gewandert ist. Von mir aus können wir deinen Ted aufsuchen. Dann aber schnell. Ich weiß nicht, wie lange meine Information noch etwas wert ist. Hä? Und jetzt einfach woanders hin. Hä? Das sieht aus wie ein Treffpunkt. Genau so einen haben wir damals bei den Wüstenteufeln auch verwendet. Warte mal. Ist das nicht sogar unser alter Treffpunkt? Weniger Wüste jetzt, wa? Ich muss weitermachen. Egal, geh vor. Wir schauen uns die Sache mal genauer an. So, und ich wundere, ich drehe mich immer erstmal um, ob hinter uns Viecher sind. Ja, da kommt die Kalb zur Schlachtbank. Das Kalb. Hey, Leute. So eine Scheiße, das darf doch nicht wahr sein.
Wie hast du unseren Treffpunkt gefunden, Bully? Freut mich auch, dich zu sehen, Ted. Ach, wo du schon mal hier bist. Willkommen auf der Schlachterparty. Was läuft hier eigentlich? Und warum soll ich dich im Auftrag von Baxter suchen, wenn du offensichtlich schon längst weißt, was er von dir will? Die viel interessantere Frage ist, wie du diesen Ort hier gefunden hast. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Außerdem glaube ich, dass wir uns hier früher schon einmal getroffen haben. Nee, komm schon, erzähl keinen Mist. Von wem weißt du, dass ich hier bin? Ich bin doch nicht verrückt und nenne dir meine Quelle. Dann kann ich sie ja gleich selbst einsagen. Na gut, ganz wie du willst. Dann kommen wir mal zum Geschäft. Du hast etwas vom Duke für mich? Als ob du das nicht schon wüsstest. Ja, ich soll dir ein Passwort übermitteln. Das Kalb geht zum Schlachter. Sag ich doch, du weißt es. Also habe ich hiermit meinen Job erledigt. Du bist immer so ein loyaler Trottel gewesen, weißt du das? Kommt schön brav zu seiner eigenen Hinrichtung. Und warum? Weil der Duke es ihm aufgetragen hat. Was laberst du da für eine Scheiße, Ted? Du bist das Kalb, Bully. Und der Duke will, dass deine alten Freunde dich zur Schlachtbahn führen. Ach komm, das ist es jetzt? Ihr solltet mir den Arsch aufreißen. Echt jetzt? Das ist doch nicht dein Ernst. Hast du eigentlich eine Ahnung, welche Möglichkeiten du in den letzten Jahren ausgeschlagen hast, du dämlicher Hund? Du warst immer der Stärkste von uns allen, nicht nur bei den Wüstenteufeln. Generell hat jeder Outlaw Magalans einen riesigen Respekt vor dir und deiner Kampfkraft. Es wäre immer ein leichtes für dich gewesen, die Macht an dich zu reißen. Baxter wusste das immer. Doch er wusste auch, dass du ihm gegenüber immer loyal warst. Bis in den Tod. Doch ganz offensichtlich hat er neuerdings die Hosen voll und hat Schiss, dass du ihm über den Kopf wächst. Aber warum? Ich habe nichts getan, das meine Loyalität ihm gegenüber... Das ist auch scheißegal. Die Zeiten sind härter geworden und Baxter wird älter. Doch du, Bully, bist immer noch der Fels in der Brandung, der du immer warst. Das macht unserem kleinen Duke wohl Angst und darum... Wie dumm einfach. Seit wann wisst ihr das schon? Also der Duke meine ich. Du meinst das mit dem Kalb und dem Schlachter? Das hat sich Baxter vor vielen Jahren ausgedacht. Bisher war wohl alles in Butter, dass er diese Karte nicht ziehen wollte, aber... Was habt ihr Verräterschweine dafür kassiert? Genug, Bully, genug. Außerdem war nicht immer dein Motto, wenn der Duke etwas befiehlt, dann muss es getan werden? Ich hab genug gehört. Beenden wir das hier. Ja, du hast recht, es wird Zeit. Dann komm mal zur Schlachtbank, du Kalb. Jetzt geht's rund! Au! Oh. Hm. Oh. Hm. Nicht jetzt. Diese Scheißinfektion. Sollte man hier erst trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Ah ja, die können ja schneller als ich. Okay, der ist aber übel. So, Schlachtbank, Junge. So ein Dreck.